Virtual Reality bedeutet nun eine computergenerierte Umgebung. Dieser virtuelle Raum, wie wir ihn vorher im Museum gesehen haben, den ein Nutzer mit seinen natürlichen Sinnen real erlebt. Primär natürlich der Sehsinn. Wir können also uns bewegen und dann sehen und wir können interagieren. Das ist eben jetzt das Bewegen. Bei dem Museum konnten wir uns irgendwie von einem Raum in den anderen bewegen und dadurch eben unseren Blickwinkel verändern, etwas anders erkennen. Oder hier etwas knapper, Virtual Reality refers to computer-generated simulation of a world or a subset of it, in which the user is immersed. Also die virtuelle Realität ist eine computergenerierte Simulation der Welt oder eines Teils oder auch einer virtuellen, einer fiktiven Welt, in die ein Nutzer eintaucht, immersed, Immersion, also ein wichtiger Begriff in diesem Kontext, der sagt, wir tauchen tatsächlich ein, wir fühlen uns eingebunden, wir fühlen uns so, als seien wir nicht mehr an dem realen Ort, sondern an diesem virtuellen, computergenerierten Ort. Die normale Bewegung etwa des Kopfes wird nun zu einer Eingabe in das System. Oder die normale Bewegung, ich gehe in den anderen Raum. Wie immer dieses Gehen jetzt funktioniert, das wäre ein zweites Thema. Aber wir sehen Bewegung, etwas, was ich sowieso ganz normal tue und kenne und weiß, wie es geht, wird nun eine Eingabe in ein Computersystem. Und das zeigt mir dementsprechend einen anderen Output an, eine andere Grafik, einen anderen Blickwinkel. Somit haben wir intuitiv und multimodal Interaktion. Wir erhalten sofortiges Feedback. Idealfall, ich drehe den Kopf und sehe sofort etwas anderes, wie wir es aus der echten Welt kennen. Und da sehen wir nun, aha, das scheint wieder so eine natürliche Interaktionsidee zu sein. Wir wollen Systeme so gestalten, dass wir keine Interaktionshürde haben und dass wir eigentlich schon alles wissen. Wir sollen also keinen Lernprozess durchlaufen, sondern dass die Welt, die also Computerwelt, die funktioniert so wie unsere Welt, dreidimensional in dem Fall. Und das kann man sich natürlich fragen, ist das tatsächlich so? Gelingt das auch? Oder haben wir nicht doch irgendwo vielleicht eine Interaktionshürde?